Pause ist absolviert und wir haben den Rennleiter uns ganz kurz geschnappt. Du musst gleich auf die Strecke, lieber Uwe Fuchs, aber trotzdem hast du dir kurz Zeit genommen. Bist du zufrieden? Bist du erstmal zufrieden mit dem Mittagessen? Ich bin sehr zufrieden mit dem Mittagessen. Ich bin auch zufrieden mit der Veranstaltung heute. Gut, ne? Also wirklich. Es läuft sehr rund. Es gibt keinerlei Probleme. Die Leute sind zufrieden. Das Wetter ist genial. Und daher hoffe ich, dass es heute Mittag so weitergeht. Vielleicht mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Ich weiß, du musst gleich los. Von diesem Ablauf von dir bis zu den Fahrern hinunter. Also du bist der Rennleiter und wenn was und auf der Strecke hast du deine Posten. Nein, das heißt nicht Posten, das heißt Streckenwarte. die Streckenwarte, genau. Ja. Und denen fällt jetzt etwas auf und dann machen die Meldung an dich. Erzähl mir den Dann Weg. machen die Meldung an mich und dann gehe ich in die Reiskontrolle, überprüfe das in der Reiskontrolle, ob wir vom Video her was sehen. Danach werde ich mir den Fahrer holen, werde ihm das Video zeigen, werde meine Strafe aussprechen und eine Belehrung, was er dagegen machen könnte. Okay. Aber wenn du möglichst wenig Arbeit hast, ist das ja positiv. Das ist positiv, richtig. Und trotzdem muss man den ganzen Tag den Kopf immer dabei haben und hundertprozentig aufpassen, weil es kann hier jederzeit irgendwas passieren. Jetzt bist du hoch dekoriert, hast unglaublich viele Einsätze schon gehabt als Verantwortlicher. Warum die ACV Kart Nationals? Ist Clubsport eine kleine Veranstaltung? Die Clubsportveranstaltung vom ACV National mache ich deshalb, weil ich A, die Jungs an den Motorsport, der höher dekoriert ist, ranführen möchte, damit Also sie je eher sie dann, es lernen. genau, dass sie es hier lernen und dass sie dann im späteren Verlauf, wenn sie in DKM oder in Kart Masters einsteigen, wissen, wo es lang geht. Dein Wunsch für die letzten 5, 6 Rennen, dass so weitergeht? Mein Wunsch wäre unfallfrei und dass hier alles im Stillen und ruhig wieder nach Hause fahren kann und ohne Verletzung. Alle gesund nach Hause. Genau. Ihr seid gesund zu Hause, das hoffen wir auf jeden Fall. Und ihr könnt jetzt und mit uns zusammen die 6 Rennen, Part 2 quasi der ACV Kart Nationals, zusammen mit dem Rock Cup Germany genießen. Moderation: Joshua Hildebrand und unsere Regie liegt bei Jan. Und zu den beiden gehen wir jetzt zurück. Und wir starten mit dem ersten Rennen der Rotax Mikro. Und die sind uns auch ganz, ganz wichtig, denn ab und zu ist mal der Livestream noch nicht so in Gang gekommen durch das Okay. Internet. Da liegt nicht an uns. Manche sind Ja. halt, manche Strecken sind halt so situiert, dass es sehr, sehr schwer ist. Und immer haben die Rotax Mikro drunter gelitten, weil sie das erste Rennen sind. Dafür entschuldigen wir uns und die sind uns mega wichtig. Und hier haben perfekte Voraussetzungen, perfektes Wetter. Deswegen in kompletter Breite, in kompletter Länge hier die Kleinsten der Kleinen, die Rotax Mikro. Die haben ein fantastisches Rennen am heutigen Vormittag gemacht. Also Super. super, Super. großartig. Also zu Hause am Livestream, freut euch drauf. Jetzt live Joshua Hildebrand und in der Regie der Jan. Bis gleich. Viel Spaß noch.